Freunde, dieses Video zu machen fällt mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht leicht. Es ist Zeit für ein neues Kapitel. Ich hab deine Haare noch. Oh nee, das hier hat nichts mit meiner neuen Frisur zu tun. Das ist nur Zufall, dass ich meine Frisur geändert habe. Worum geht's überhaupt? Letztens, als ich meinen Kanal mal so durchblättert habe, meine alten Videos angeschaut habe, ist mir eine Sache ganz besonders aufgefallen und klar geworden. Ich habe die ganze Zeit, vielleicht auch wahrscheinlich eher nur unterbewusst, versucht, mich als eine Person darzustellen, die Weisheit in Person ist. Das heißt, die Antwort auf alle Fragen kennt, auf alle Fragen zum Thema Gesundheit. Doch oh Wunder, dem ist natürlich nicht so. Ich beschäftige mich zwar schon sehr, sehr lange mit dem Thema Gesundheit und versuche stets auch immer noch meine Gesundheit Tag für Tag zu verbessern. Bin inzwischen im 6. Semester des Medizinstudiums, doch ehrlich gesagt, angekommen bin ich noch lange nicht. Ich habe sie immer so dargestellt irgendwie, als wäre ich schon da, ganzheitlich gesund und wüsste die Antwort auf alle Fragen, aber ich tue es nicht. Nun zum Verständnis bzw. als Rechtfertigung mit dem Aufbau dieses Images, dass ich quasi die Antwort auf alle Fragen kenne, hatte ich jetzt überhaupt keine böse Intention. Klar, irgendwie, natürlich, wenn man YouTube und so macht, möchte man schon unterbewusst natürlich auch irgendwie immer mehr Reichweite bekommen, mehr Leute erreichen, aber eigentlich ging es mir von Anfang an darum, wieso ich das irgendwie auch so darstellen wollte irgendwie oder dargestellt habe, damit man mir halt glaubt, damit man meinen Tipps glaubt. Denn das glaube ich halt trotzdem immer noch vom Herzen, dass meine Tipps vielen hundertprozentig helfen werden. Und dann ist es halt irgendwie wichtig, auch eine Glaubwürdigkeit rüberzubringen. Und da dachte ich mir halt, ich muss mich so darstellen, als ob ich die Weisheit in Person wäre und ganzheitliche Gesundheit komplett verstanden hätte, damit man mir glaubt, meinen Tipps sozusagen. Denn was bringt's, wenn ich hier irgendetwas erzähle, ihr hört es euch an und ihr denkt sich, ah, der hat doch selber keine Ahnung, der ist doch selber noch nicht ganzheitlich gesund, vollkommen gesund. Wieso soll ich dem jetzt irgendetwas glauben, wenn der dazu was sagt? Das ist halt einfach der Zwiespalt, das Problem, in dem ich mich jetzt auch immer noch befunden habe. Ich struggle jetzt immer noch, dieses Video hochzuladen oder gerade zu machen, weil ich halt irgendwie trotzdem noch Angst davor habe, dass man mir dann nicht glaubt, weil ich irgendwie trotzdem weiß, dass manche meiner Tipps sicher helfen werden. Aber gleichzeitig will ich jetzt nicht mehr, dass man mich als eine Person sieht, weil dem nicht so ist, die über alles Bescheid weiß, die perfekt ist und ihr Leben komplett unter Kontrolle hat und komplett vollkommen in Gesundheit lebt. Und alles verstanden hat, die Weisheit in Person ist, es möchte ich nicht mehr so darstellen. Weil ich einfach ab sofort echter sein möchte. Das ist der Kernpunkt dieses Videos. Den Titel werde ich wahrscheinlich nennen statt Authentizität, Authentizität statt ich bin etwas Besseres, in Anführungszeichen, weil ich jetzt ab sofort hier authentischer sein möchte auf YouTube und nicht mich als etwas Besseres darstellen möchte, der schon angekommen ist und über alles Bescheid weiß, weil dem ist halt einfach nicht so, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube halt trotzdem noch, dass ich auf jeden Fall vielen helfen kann und dass viele meiner Tipps sicher helfen werden, sonst würden sich ja auch ihr meine Videos nicht anschauen, wenn ich nicht irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen Ahnung hätte sozusagen. Aber ich will es nicht mehr so darstellen, als ob ich schon angekommen bin und über alles Bescheid weiß, weil dem ist halt einfach nicht so. Und ja, wie gesagt, ich habe diesen Zwiespalt, aber ich denke halt, es ist jetzt einfach der richtige Weg, die richtige Entscheidung. Denn was bringt hier etwas so perfekt wie möglich darzustellen und mich als Weisen, der es einfach weiß und dir leichte Tipps gibt, damit du das so einfach umsetzen kannst und ganz easy zu ganzheitlicher Gesundheit kommst. Was bringt es, wenn ich das so schön darstelle
und so ideal mich und den Weg zu ganzheitlicher Gesundheit, als ob es so einfach wäre. Man muss nur meinen Tipps befolgen. Was bringt es? Ist doch, ja. Ich habe es jetzt nochmal hinterfragt. Umgekehrt ist real darzustellen, alles, beziehungsweise authentischer hier darzustellen, weil es mein anderes Hindernis und zum Verständnis mein anderes Problem, dieses Video zu machen und ab sofort dieses neues Kapitel zu starten, weil ich irgendwie trotzdem auch die Befürchtung oder irgendwie Angst habe, wenn man es real sozusagen darstellt, auch die negativen, die schwierigen Phasen und so weiter zeigt, auf dem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit, auf dem Weg zu vollständiger Selbsterkenntnis, zu vollständiger Weisheit, wenn man auch das Ganze nicht so leicht darstellt, sondern eher schwieriger und eher die Realität zeigt, dass das halt irgendwie, wenn ich solche Videos mache, einen negativen Vibe erzeugt bei euch, wenn ihr das anguckt. Und quasi das nicht so positiv die Schwingung einfach ist von den Videos und das euch irgendwie runterzieht. Das ist irgendwie meine Befürchtung, dass man das deswegen vielleicht doch besser wäre, alles einfach nur schön, schön, schön darzustellen. Mach das, mach das, mach das. Ganz easy und immer motiviert. Aber ich denke halt, ganz ehrlich, wenn man etwas real darstellt, was ich ab sofort machen möchte, so authentisch wie möglich alles darstellen möchte, so echt wie möglich, dann hat es hier eigentlich nichts mit negativ zu tun. Dann stellt man nur die Realität dar. Das heißt, man bringt einen realen Vibe zu den Zuschauern, zu dir und jetzt keinen negativen. Ja, das ist jetzt, ja, damit habe ich für mich das jetzt abgeschlossen, dass es richtig ist, ab sofort alles so real, authentisch und echt wie möglich darzustellen. Denn das Einzige, was letztendlich zählen wird, ist die Realität, wie es wirklich ist. Weil wenn man hier irgendwas schön darstellt und so leicht darstellt, ich gebe dir den Tipp, dann, keine Ahnung, bist du nur noch glücklich oder so. 10 Tipps, um immer glücklich zu sein, wenn man das so irgendwie darstellt, das bringt ja letztendlich nichts. Das bringt vielleicht für den ersten Moment Erleichterung beim Zuschauer, wenn man sich denkt, ja, ist ja gar nicht so schwer, alles, dann mache ich das einfach. Aber auf lange Sicht wird sich's nicht durchsetzen. Auf lange Sicht werde ich nur richtig helfen können, wenn es die Realität ist, wenn es authentisch ist. Weil was bringen Tipps und was bringt ein Video, das nicht auf Realität basiert, sondern auf einer Idealwelt? Das bringt ja nichts. Das führt langfristig zu keinem Ergebnis, zu keinem guten Ergebnis. Ja, und noch ein ganz wichtiger Punkt, deswegen werden meine Videos jetzt auch nicht nur negativ werden, weil das ja auch nicht der Realität entspricht. Es wird wahrscheinlich die Kunst sein, beziehungsweise es wird wirklich das sein, worauf ich mich konzentrieren muss, es wirklich authentisch, wirklich darzustellen, wie alles wirklich ist. Klar, ich habe das jetzt diesen zu leicht Schiene gefahren, die Vergangenheit vermutlich, aus meiner Sicht. Und jetzt liegt wahrscheinlich die Kunst dabei, es nicht in die zu schwere Schiene alles darzustellen und dass das Leben so unnormal hart ist und man noch nichts tun kann. Die Kunst wird also sein, in Zukunft die Waage zu halten. Und das ist letztendlich einfach nur die Realität. Das wird vermutlich ziemlich schwierig sein, dieses Gleichgewicht zu finden. Weil ich natürlich jetzt irgendwie den Drang irgendwie verspüre, auch mal was Negatives zu zeigen oder irgendwie was nicht so leicht darzustellen, wie es ist, weil ich es jetzt irgendwie kompensieren möchte, dieses zu leicht sozusagen. Aber ja, ich glaube, mit der Zeit wird es. Mit der Zeit wird es hundertprozentig, wenn ich die ganze Zeit versuchen werde, alles so authentisch und real wie möglich darzustellen, mich immer wieder reflektiere, ob es nicht gerade
zu schlecht, zu schwierig oder zu leicht dargestellt war, zu verschönern oder zu, das Gegenteil, mir fällt es jetzt nicht ein, ihr wisst schon, zu, keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht ein, zu heruntergezogen, wenn ich das versuche, die ganze Zeit zu reflektieren, ob es wirklich real war, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und das ist meiner Meinung nach der echte, richtige Weg, den ich jetzt gehen sollte hier. Weil weder ein zu positives Weltbild hier aufzubauen, ein Idealbild oder ein zu negatives, das bringt beides nichts. Weil, ja, zu negatives Weltbild hat dann ja eben diese gegenteilige Wirkung, die ich vorhin beschrieben habe, dass es einen einfach runterzieht, wenn man meine Videos schaut und man keinen Bock hat, irgendetwas mehr zu tun, irgendwie, wenn man alles zu negativ darstellt. Und umgekehrt zu positiv hat man vielleicht auch keine Lust, weil man sich denkt, ja, bei mir ist das so gar nicht so leicht, deswegen der einzige Weg wird jetzt sein, alles so real wie möglich darzustellen. Ganz einfach, damit der Zuschauer, damit ihr eine Identifikationsmöglichkeit auch habt. Weil ich glaube, nur dann macht man halt auch wirklich was. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn jemand alles so easy darstellt, dann kann man sich damit nicht identifizieren irgendwie. Das habe ich jetzt auch mal in meinen vergangenen Videos irgendwie gemerkt, wie ich die geschaut habe. Ich denke, ich konnte dadurch trotzdem vielen helfen. Ich bin unfassbar dankbar für die Kommentare immer wieder, dass ich euch geholfen habe. Das freut mich wirklich vom Herzen so sehr. Aber ich glaube trotzdem, man kann ja nicht richtig so richtig anknüpfen, wenn da jemand ist, der einfach nur alles so schön wie möglich so lalifali darstellt, der anscheinend schon angekommen ist und einfach alles so perfekt wie möglich darstellt. Ich glaube, da kann man sich, oder ich könnte mich damit nicht identifizieren, wenn ich mir solche Videos angucken würde, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Manche waren vielleicht nicht so, aber der Großteil auf jeden Fall. Ich könnte mich damit nicht richtig identifizieren, ganz ehrlich. Und nur durch die Identifikation mit der Person kommt man richtig ins Handeln, weil man halt irgendwie das für echt empfindet, weil es halt einfach echt ist, wenn man es ab sofort, ich hoffentlich hier echt darstelle. Ja, ich habe viel geredet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn gemacht, was ich hier erzählt habe. Wir werden sehen. Ich will euch jetzt einfach so authentisch wie möglich mitnehmen auf meinem Weg zu mehr Gesundheit, zu mehr innerem Wachstum, so authentisch, real wie möglich euch einfach mitnehmen und immer wieder meine Erkenntnisse mit euch teilen, meine Höhen, aber genauso auch meine Tiefpunkte, meine Phasen, wo es mal nicht alles glatt läuft und auch Sachen darstellen bzw. auf Sachen eingehen, die halt manchmal nicht so leicht im Leben sind, dann machen wir uns nichts vor. Solche Phasen, solche Sachen haben wir alle im Leben, wo es einfach mal fucking hart ist. Und ja, deswegen möchte ich es einfach alles so real wie möglich darstellen. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Ich glaube nicht. Ich würde es jetzt beenden. Wenn es mir gleich einfällt, kann ich es ja noch quasi hinzufügen. Ansonsten muss ich jetzt nur noch dieses Video schneiden und hochladen. Das schaffe ich. Und dann ist der Großteil gemacht vom neuen Kapitel. Ja. Ich werde es hochladen. Hundertprozentig. Wenn du das jetzt siehst, beim Schneiden, du lädst es hoch. Ab sofort wird ein neues Kapitel gestartet. Ich möchte hier alles so real wie möglich darstellen. Weil man nur so meiner Meinung nach wirklich hundertprozentig krass jemandem helfen kann. Wenn es wirklich real, echt einfach ist. Ja. Das war's. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos, hoffentlich authentischen Videos. Ich gebe mein Allerbestes. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund und viel wichtiger, handel gesund. Bis zum nächsten Mal.